So Leute, wir sind wieder in Yakuza Kiwami in Kapitel Nummer 12, Reunited, Mann. Und nachdem ich jetzt hier erstmal die größten Bedrohungen ausgeschaltet habe, sollte es jetzt ein wenig leichter gehen, Mann. Ich hoffe es zumindest, Mann. Wir schmeißen hier die Leute rum. Ich habe den Typ mit der Kettensäge und den mit seiner scheiß Pumpkin eliminiert und schon voll easy, Mann. So. Und jetzt machen wir das auch richtig, Mann. Ja, Leute, was ist hier beim letzten Mal gesehen? Wir haben ja endlich Kazama erreicht. Und Kazama hat uns hier die Wahrheit erzählt, man, wer Yumis Vater ist, nämlich Jingu, der Anführer hier vom MRA. Er ist Harukas Vater. Harukas Mutter ist übrigens niemand anders als die werte Yumi. Es gibt nämlich Mizuki gar nicht, das ist nur eine geheime Identität, weil Jingu versucht hat, Haruka als auch Yumi loszuwerden, Mann. Und nun mischt sich auch noch hier Shinamo ein. Der hier scheinbar irgendwie sich für wichtig hält, Mann. Und will hier mitmachen. Und jetzt, Mann, kriegst du hier die Flüssigkeit ab. Ah, Futters, Futters. Was es auch immer ist, Mann. Alter, er ist tot. Wir haben ihn getötet. Schade, leider nicht. Aber egal, Mann. Ihr seht, nachdem ich jetzt hier die Schlimmsten besiegt habe, das war, wie gesagt, der Typ mit der Pumpgun. Die sind ja beim letzten Mal jetzt zweimal gestorben. Und den Typ mit seiner hässlichen, madigen Kettensäge. Ich weiß gar nicht, wo die ist, Mann. Nach dem, was ist auch leicht, Mann. Kazama ist da drin, wir werden hier bebombt, Mann. Und ich denke, wir müssen jetzt noch gegen Shinamo kämpfen, Mann. Oh,
ヒヤッとしたかな。やっと会えたな、キリュウ。それと風間。 こそこそしやがって。しまん、寺田はん、あんた錦山裏切ってわしにつく振り見せてたけどな、そんな裏の裏まで全部お見通しや。ずっと見晴らしてもろってましたわ。お前らといい錦山といい、ほんま脇が甘いわ。ガキは もらっていくで。お前らはここで島やけどな。島のよ。なんや、おめえさんも相当脇が甘いぜ。ああ、なんや親父、遅えぞ柏木。へへ、もうすぐクリスマスですしね。屈強なプレゼントをお持ちしました。 キリュウ、ずいぶん苦労したみてえだな。柏木さんこそ。<笑>なんや、風間組はやる気みたいやな。よっしゃ、血の雨降らしたるわ。Bezwungen, Mann. Aber jetzt hat er einen Schwert. Okay, Leute. Time to play games. Toji Clan, Shimano Family, Party A, Futushi, Mishimano. Irgendwie sind gerade viel mehr aus dem Wagen ausgestiegen, aber nun gut. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin. So. Nein, wieso? Er macht immer diesen hässlichen Move, Mann, der so schlecht ist, Mann. So, okay. Ich habe natürlich am meisten Angst für ihn, Mann. Besonders, weil er jetzt ein Schwert hat, Mann. Was die Sache nicht unbedingt leichter macht. So, nimm dir einen. Und jetzt, genau die da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Irgendwie 20 Leute einfach mit einem Hieb besiegt, Mann. Wären das eigentlich irgendwann weniger? Ich habe nämlich das Gefühl, Mann. Naja, immerhin haben sie keine Kettensägen, Mann. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wer zu mir gehört, Mann. Ich hau einfach auf alle drauf, Mann. So. Alter, nice Move, Mann. War zwar komplett unnütz und ich hätte mir gerne einen anderen Move gewünscht, aber egal. Okay, die können alle zu mir. Okay, die können nicht alle zu mir, aber ein Teil davon. Komm jetzt. Komm, triff auf Maschinano. Ja, genau, Mann. Bam. So, wir müssen erstmal das Kleinviech hier ausschalten, Mann. Ansonsten hört das nämlich nie auf. Liegen hier nicht irgendwie so versteckt, so ein bisschen. Der Move ist schön, Mann. Kämpf. Tut es eigentlich Kazama auch mitkämpfen? Das wäre ziemlich geil, Mann. Jetzt komm. Alter. Nimm Schimau und schmeiß ihn, Mann. Wäre zwar geil gewesen, hätte ihn jetzt gegen das Auto gehauen, weil das macht ihm mehr Schaden, aber egal. Ich mag jetzt einfach mal das loben, was er macht, Mann. Und das war ziemlich geil, Mann. Okay, Leute. Keine Ahnung, ob überhaupt noch jemand lebt, Mann. Komm jetzt. Bam!
Ito, auf Wiedersehen, Mann. Okay, er hat schon seinen ersten Lebensbalken verloren, das ist nice. Und er hat sein Schwert verloren. Aber ob das so gut ist, ich weiß es nicht. Warte, komm, komm, komm. Alter. Es ist so madig, dass sich sein Leben immer auch auffüllt, werde ich in meine Stile wechseln, Mann. Aber der war schön, Mann. Und bam. Hör auf die Blunzen, Mann. Aber so richtig, Mann. Okay, Leute, wir sind immer zu dritt, Mann. Alter, wir sind in der Überzahl, Mann. Okay. Jetzt ist... So, warte mal. Jetzt müssen wir erstmal Leben-Item nehmen. Nehmen wir gleich mal zwei. Alter, lass mich mal los, Mann. Komm her. Alter, ich habe endlich mal den Konter hinbekommen. Hau doch drauf, Mann. Du bist mein Buddy, Mann. Leute, Mann, wir haben Shinamo schon mal besiegt, Mann. Damals hatten wir noch keine Kiwami-Moves. Damals haben unsere Angriffe viel mehr weniger Schaden gemacht, Mann. Aber jetzt. Jetzt ist bist du kein Problem mehr für uns. Komm. Ah, der bricht ihm einfach hier die Finger, Mann. So krass ist der Typ, Mann. Okay, das geht nicht. Heute gibt's kein Lebensaufladen für dich. Ich bin so hart motiviert, Mann. Nachdem dieser Fight auf der Yacht, der war übel schwer, Mann. Aber der ist einfach nur geil, Mann. Ich find's übrigens lustig, Mann, dass alle unsere Freunde so entspannt davon in der Yacht runtergekommen sind. Ich hätte mir gedacht, da gibt's mehr Probleme. Aber nun gut, ich mag mich nicht beschweren. Dicker, so wird das nix, Mann. Komm. Ey, ich muss auch sein... Nicht auf den da warten. Sondern wenn er versucht, mich zu greifen. Okay. Vergiss nicht eines. Wir haben dich schon mal besiegt, Tiger. Und du darfst nicht eins vergessen. Der Drache frisst den Tiger.100億を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 
これは三代目の遺言状だ。終わったな。ええ、ありがとうございます。本当にこれでよかったのか。神宮と手を切るには奴が裏で溜め込んだ100億を取り上げて失脚させるしかありませんから。そうか。でもこのままじゃお前も危なくなるぞ。いっそしばらく身を隠した方がいい。おい、確かに島根や錦山あたりは跡目狙って動き出すでしょう。だが俺は東条会の三代目、逃げも隠れもするつもりはありません。お前、もしもの時のために遺言を預かっちゃもらえませんか。東条会の未来がそこにある。はい、カズマ、俺はお前に謝らなきゃならないことがある。許してくれカズマ。お前の親を殺したのは俺なんだ。ひまわりは俺が親を殺した子供のための施設。いいんだ、いいんだ、おやさん。俺にとっちゃ、おやさんが本当の、本当の親父でした。Und wieder mal ist unser Weg von Leichen gepflastert. Wir haben endlich Shimano besiegt, Mann. Es ist so madig, Mann. Das ist, wie oft ist es in diesem Spiel schon passiert, Mann? Okay, wir haben den letzten Gegner besiegt. Das war deine Lektion. Dann geht Kirito ganz entspannt weg, Mann. Und dann kommt irgendjemand von hinten. Vor zwei, drei Parts wurde Majima angeschossen. Okay, das war jetzt nicht ganz so schlimm. Und jetzt wieder. Kazuma. Dabei hat er schon eine Kugel überlebt, aber jetzt musste auch er aufgeben, Mann. Also Sunflower, ein Waisenhaus, wo ja Verstorbene, also Kinder von Verstorbenen sind. Also einmal doch ein Lob, weil er sich eben die Mühe gegeben hat, hier von seinen Fehlern hier zu lernen und eben, also immer versucht hat, irgendwie was besser zu machen, aber gleichzeitig auch irgendwie traurig, Mann. Wenn man sich überlegt, dann dass auch wahrscheinlich Nishikis und Yumis Eltern ermorden worden sind von Kazuma. Naja, Leute, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal, wir wissen eigentlich, was auf uns dann wartet. Chingu zu eliminieren, da sein einziges Ziel ist Yumi, wenn sie noch lebt, und Haruka zu eliminieren. Und die Frage ist natürlich noch, wie Nishikido mitspielt. Wir werden es erfahren, aber erst beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und wir sehen. Ciao.